Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sitze hier bei Katrin am Kaffeetisch. Wir essen nämlich jetzt noch die Babytorte, die ich geschenkt bekommen habe von der Familie. Die sieht richtig schön aus. Ich zeige es euch auch gleich nochmal von nahem. Ja, und ich zeige euch auch noch wahrscheinlich erst morgen die ganzen Geschenke bei Tageslicht, weil ich es immer voll schade finde, wenn man das im Dunkeln zeigt. Ansonsten gehen Katrin und ich gleich noch zur Post. Wir bringen unsere Gewinnerpakete weg. Wir müssen auch noch den ein oder anderen Gewinner auslosen. Und ja, habe mich sehr gefreut, gell Katrin? Ich zeige auch vielleicht gleich noch die Karten und so. Die kann ich noch zeigen. Und die Torte zeige ich euch jetzt mal von nahem. Die sind aber wieder eingezogen. Bis heute nochmal. Zum Kuchen gibt es heute einen Tee. Und zwar habe ich von Paddy und Dennis diesen Wildapfel- und Zimt-Tee geschenkt bekommen. So, guten Morgen, ein neuer Tag und ich stehe im Kinderzimmer. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch die Babysachen zeige, die ich geschenkt bekommen habe zu meiner Babyshower, die etwas anders ausgefallen ist bezüglich Corona. Nichtsdestotrotz wurde ich reichlich beschenkt und ich dachte, ich zeige euch einfach mal alle Teile. Also nicht alles, ich habe schon ein paar Sachen weggeräumt und gewaschen, aber so das Gröbste zeige ich euch jetzt einfach mal, damit wir da nicht zu lange brauchen. Also tatsächlich ist jetzt hier alles im Schrank gewaschen. Ich habe hier im Schrank einmal den hier habe ich von der lieben Sharon geschenkt bekommen. Ist auch schon gewaschen. Das ist die kleinste Größe, nicht ganz die kleinste Größe. Doch, 50. In 50 habe ich eigentlich nichts. Aber ja, den werde ich auf jeden Fall mit in die Klinik nehmen und damit werden wir wahrscheinlich heimfahren, wenn es sehr kalt ist. Bin ja mal gespannt, wie das Wetter sein wird. Und den hier, den Schneeanzug Overall, habe ich von Bella und Vanessa bekommen. Der ist auch richtig süß, hat auch Öhrchen, wie der hier auch. Und er ist noch ein Tick wärmer, also mit dem kann man wirklich in Schnee. Und der ist auch richtig süß und der ist ein Tick größer. Dann habe ich von Katrin ganz viele Steifprodukte, also Steifsachen bekommen. Aber die habe ich schon zu Weihnachten von ihr bekommen. Ups. Das ist auch das Steifmützchen. Ah, nee, das habe ich zur Babyshower bekommen zum Beispiel. Das muss jetzt noch gewaschen werden. Dieser Korb habe ich noch nicht gewaschen. Genau, das Tuch habe ich von Anna und Kat. Richtig süßes Tuch mit einem Wal und Luftballons. Ja, und das waren ja die Bärchen. Ups, da kommt Schmuck dann irgendwann mal rein. Und das hier waren ja die Bärchen von der Babyshower-Torte. Genau, von meiner Mama habe ich eine selbstgestrickte Hose bekommen, Pampershöschen. Und dazu passend das Jäckchen. Richtig süß, richtig schön. Hat mich darüber sehr gefreut. Das ist ihr erstes Jäckchen, das sie gestrickt hat. Ja, hängen wir wieder auf. So. Genau, das war es, glaube ich, jetzt erstmal von hier. Hier, das habe ich auch noch von Dennis, seiner Schwester, zu Weihnachten bekommen. Ja, und dann sind erst hier erstmal die ersten Geschenke. Einmal hier von Anna und Kat so eine Krabbelmatte mit einem Mobile drüber. Richtig süß, auch richtig schön gemacht. Ist von Dennis, seiner Schwester. Da sind Schüchen drin gewesen und alles so in Bärchen gefalten. Ja, Waschlappen und alles in dem Thema Bärchen. Richtig süß und eine kleine Windeltorte. Von Mama und Katrin habe ich dann noch diese Badewanne mit Einsatz für das Baby. Die ist richtig schön. Jetzt hoffen wir mal, dass es auch wirklich ein Mädel wird, ne? Mit so viel Rosa. Das habe ich von Bella und Vanessa bekommen. Das ist ein Hase, aber kein Kuscheltierhase, sondern ja, ein Kirschkernkissen, glaube ich. Welches man in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen kann. Und das riecht nach Lavendel. Richtig schön. Genau, von Katrin und Mama habe ich dann noch halt so ein Thermometer, eine Nuckflasche. Und dieses Buch finde ich auch richtig schön. Das hat Katrin bei Itzi bestellt. Das ist sehr besonders. Hallo Baby und Erinnerungen für das Baby. Und das ist richtig liebevoll gemacht. Also das ist sehr liebevoll gemacht. Habe mich darüber auch sehr gefreut. Habe jetzt zwar schon ein, zwei solcher Bücher, aber ich finde, davon kann man auch nicht genug haben. Muss man halt wirklich schön ausfüllen. Noch ein Fotoalbum für die Kleine. For Sweet Memories.
Und da sind auch die Karten drin, die ausgefüllt wurden. Die zeige ich euch auch mal. Ich kann euch jetzt nicht alles zeigen. Das sind die ausgefüllten Karten, die Katrin selbst designt hat. Genau, und der Bär ist richtig süß. Ich bin sehr gespannt. Also da konnte man einfach ausfüllen. Ganz oben steht Name des Babys, dann die Größe, Augenfarbe und Co., wie das Wetter wird, nach wem es eher kommt. Ja, richtig schön gemacht. Und dann noch eine Karte mit, was man dem Baby wünscht. Ja, habe mich sehr darüber gefreut. Dann habe ich tatsächlich nochmal dieses Wärmekissen bekommen von Jasmin, aber in einem Schäfchen. Auch sehr süß. Und von der lieben Sarah habe ich die erste Toni-Figur. Die Toni bekomme ich von meinen Eltern geschenkt zur Geburt. Die habe ich mir gewünscht. Und von Anna und Kat habe ich dann noch so ein Set mit Nagelknipser und Co. So. Und da kann man anscheinend die Popel aus der Nase ziehen oder die Rotze, Thermometer. Also alles, was man auch so braucht und brauchen kann. Ja, ich glaube, das war's. Ach so, der Bär, den habe ich noch von Mama und Katrin bekommen. Beziehungsweise die Kleine hat den Bär von Mama und Papa, Mama und Katrin und natürlich auch Papa bekommen. Aber macht ja eine Babyshower immer unter Mädels. Ja, ich glaube, das war's so im Gröbsten. Die Lätzchen waren auch noch dabei. Aber ich glaube, das war so das Gröbste. Ich habe jetzt sicherlich was vergessen. Aber ja, es war dann doch einiges, was wir geschenkt bekommen haben. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut. Und ich mache mich jetzt fertig, denn Katrin und ich fahren heute nochmal in den Schnee, um dann nochmal ein paar Bilder zu machen. Und dann hat sich Bilder machen für dieses Jahr 2020 für uns erledigt. Er ist ein Apfel. Ich habe übrigens schon mit Katrin die Post weggebracht. Mittlerweile bin ich geschminkt. Wir gehen jetzt nämlich in den Schwarzwald. Wollen dann ein Bild machen und Mama kommt mit. Und dann gehen wir eine Runde spazieren. Mein und Dennis gehen separat spazieren. Ich glaube, das wird zu anstrengend heute wieder im Schnee. Meine Nägel habe ich heute übrigens wieder gemacht. So, wir sind jetzt schon im Schnee angekommen. Mama ist auch dabei. Und wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Katrin, weiß nicht, was ihr Style heute? Genau. Mit der Sonnenbrille. Genau. Jetzt gehen wir eine Runde laufen und machen noch ein Bild. Ja, da haben sie einen Schneemann gebaut. Das ist ein ordentlicher Dreckschneemann. So, wir sind schon richtig eine Weile unterwegs. Der Schnee ist hier noch richtig hoch. Und ja, hier riecht es richtig hoch nach Holz. Frisch gemachtes Holz. Aber es ist kalt. Man sieht es an meinen Händen. Aber schön. Dennis und ich bereiten unser Abendessen zu. Und zwar sind, also ich bin wieder zu Hause, schon ein bisschen länger. Es gibt Salat mit Reis, der Reis ist auch schon gekocht. Und Bordelais heißt es, das hat so. Also Bordelais, also so Ofenfisch, ging relativ schnell. Und ja, Dennis macht die Salatsoße mit Sahne. Mag ich nicht so, aber ist okay. Dennis mag alles gern. Nicht meckern. Dennis mag alles gern mit Sahne. Jetzt schneide ich mal noch die Tomaten zur Hälfte und noch eine Zwiebel. Das sieht sehr lecker aus. Dennis liebt diesen Bordelais mit. Diesen was? Bordelais. Keine Ahnung, wie das heißt. Bordelais. Bordelais. Mit. Was ist das für eine Kruste? Ich weiß selber nicht, wie das heißt, aber so steht es drauf. Also dieser Fisch aus dem Backofen mit dieser Kruste. Und ich mag eher das Gemüse da drauf. Jetzt habe ich mich verschluckt. Dazu gibt es Salat und Reis. Mimi. Guten. Also, so sieht es gerade aus.
Und ich werde jetzt schlafen. Gute Nacht, bis morgen. Muah. So, Katrin und ich, wir sind noch einkaufen. ja, ich habe eine Mütze an, Maske. Man sieht mich gar nicht richtig. Auf jeden Fall kaufen wir noch einen für unser Fondue heute Abend. So, Katrin und ich, hallo Katrin. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Und jetzt wird ausgeräumt und alles bei Katrin eingeräumt. Wir haben auch ganz viel Obst gekauft, denn bei uns gibt es heute Abend einen Obstteller. Und ich finde, das sieht jetzt schon richtig lecker aus. Die Trauben sind auch so gut, aber ich nasche jetzt keine mehr. Und der Baum von Katrin sieht immer noch richtig schön aus, voll krass. Milo kommt natürlich auch mit, denn es ist auch schon fertig gemacht. Und ich mache Grießklößchen für unsere Grießklößchensuppe heute. Warum fokussiert es das nicht jetzt? Wir bringen noch eine Rhabarberschorle mit und eine Zucchini. Katrin hat ein Kräuterfalkenbrot gemacht und eine Limo. Und die Datteln. Ach so. Dattelcreme. Datteldip. Oh, wie ist mit Mama und Papa. Das war aber nicht keine Werbung. Ja, doch, ich mag die Werbung. Okay, und es gibt Würstchen, Fleisch und alles, was das Herz begehrt. Ich schon nur ein bisschen klein schneiden. Da hinten, ja. Aber das ist nichts, was es wäre. Mama, komm, guck. Komm, guck. Mama, komm, das geht nicht lang. Das ist Foxy. Wir sind wieder auf dem Rückweg, Dennis fährt und Katrin und Milo sind wieder hinten. Und es war richtig, richtig schön, das Shooting. Meine Haare sind schon wieder trocken, ich habe sie vorhin nass noch gemacht. So, ich habe jetzt, also wir sind wieder bei Katrin. Kurz, wir waren mit Milo Gassi, gell Milo? Und jetzt habe ich Kiwi gegessen, Maracuja, und Katrin kocht noch zu später Stunde, aber so lange bleibe ich nicht. Was gibt's bei dir? Meine Leute sind Bolognese. Habe ich übrigens schon mal gemacht, glaube ich. Aber das Rezept ist schon auf meiner Liste. Ja. Ich habe euch ja erzählt, Katrin kocht. Sie macht rote Linsen. Bolognese. Ich helfe jetzt noch, aber ich gehe gleich. Schon voll spät, das kommt auf Sachen, du. Warum nicht? So, ich beende das Video jetzt wieder hier beim Schneiden. Ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Es war doch ein etwas längerer Vlog, aber ich vlog irgendwie total schlecht, würde ich sagen. Ich zeige nicht immer alles und dann ist der Vlog eigentlich relativ kurz. Aber jetzt, also die letzten Tage, hat der Vlog jetzt doch 15 Minuten und ist ganz interessant, denke ich mal. Ich vlog irgendwie immer halt nur so Dinge, die ich selber interessant finde. Und deswegen ist das meistens nicht allzu viel, weil gerade nicht allzu viel passiert. Was ich nur super erschreckend finde, ist, dass wir Januar haben. Wir haben Januar, das ist ja der Entbindungsmonat. Wie krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich komme darauf irgendwie gar nicht klar. Bin total perplex. Einfach, wir haben es im Juni, am 1. Juni erfahren, dass wir Eltern werden. Und jetzt ist einfach schon der Monat, wo es
losgeht. Jetzt habe ich irgendwie Rückenschmerzen. Also seit gestern habe ich Rückenschmerzen. Ich glaube aber, das kommt vielleicht auch vom Shooting, weil ich doch da relativ lang geshootet habe. Ich liebe es ja zu shooten und mir macht das gar nichts aus. Aber hochschwanger dann doch irgendwie. Ich bin in der 37. Schwangerschaftswoche. Ich komme sogar Mitte nächste Woche in die 38. Und jetzt würde ich sagen, es ist Endspurt. Ich habe meine Kliniktasche noch nicht ganz fertig gepackt. Werde mir jetzt noch vielleicht ein oder anderen Sachen bestellen, wie Nachthemd zum Knöpfen, wurde mir empfohlen. Und noch einen Jogginganzug, als hätte ich nicht genügend Jogginganzüge. Aber ich werde den dann waschen und einfach in die Tasche legen. Und dann bleibt er da und trage ich nicht. Also ich trage hauptsächlich nur noch Jogging-Sachen. Ja, crazy. Bin echt gespannt. Ich freue mich schon auf die Geburt und wie es alles ablaufen wird. Ich freue mich tatsächlich. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt auf die Situation danach. Also wenn die Kleine dann da ist, ob wir das alles so meistern. Und hab Angst, dass die Zeit noch schneller vergeht, wie sie jetzt schon vergeht. Und man sagt ja immer, mit Kindern vergeht die Zeit so schnell. Also sie verfliegt quasi förmlich. Ja, jetzt lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch übrigens ein wunderschönes neues Jahr. Muah.